Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer da draußen. Hier ist Basti und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem zweiten Part Ultimate Team. Ich spiele ja hier Ultimate Team an der Xbox. Für die, die das immer nicht wissen, es steht auch immer in der Videobeschreibung drin und da steht auch drin, mit was ich das aufzeichne. Und als kleine Hilfe für euch habe ich hier diesen Spieler da rechts eingestellt. Da seht ihr dann immer, wenn ich den im Menü habe, falls ich das dann überhaupt aufhabe, der spielt gerade an der Xbox. Ah, aber ich spiele auch manches am PC. Wer wissen will, von wo es die Trikots gibt, hier diese Xbox-Trikots, das ist hier USA Liga MLS und die Sounders FC, also der FC Sounders, die Sounders FC, so jedenfalls ist das. Und da ist noch ein Spieler, den kennen wir, Christian Tiffert, Stuttgart war der, glaube ich. Ja, nur das mal kurz zur Info. Ja, und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal beim Ultimate Team vorbei. Da hat sich ein ganz kleines bisschen getan. Ich habe eigentlich kaum, also ich spiele kaum Ultimate Team und eigentlich gar nicht. Ich habe eigentlich gar keine Zeit, um überhaupt zu spielen. Und jetzt schaffe ich es endlich mal wieder. Aber ich habe zwischendurch mal geguckt. Achso, ich nehme keine Freundschaftsanfragen an, wenn da unten irgendein Kumpel drin ist von mir. Also, ihr seht oben, ich habe ein paar Münzen mir dazu verdient, obwohl ich noch gar kein Spiel gemacht habe. Also ich habe mal kurz ein bisschen was gemacht. Ich hatte mir mal ein Bronze-Pack, glaube ich, gekauft. Und ja, habe da ein paar Sachen wieder verkauft. Ihr guckt mal kurz hier rein. Und außerdem habe ich mir hier den Signal Iduna Park mal gekauft. Wieder verkauft. Ja, für 150, glaube ich, habe ich ihn bekommen. Also 100 Gewinn gemacht. Dann hier den Spieler, den hatte ich irgendwie dabei. Der ist weg. Das Wappen hier. Und ja, ein paar andere Sachen sind noch im Tauschstapel bei mir aktuell. Und ich habe mir auch einen goldenen Spieler gekauft. Ich hatte irgendwie geguckt, was der so wert ist. Und ich hatte gehofft, dass ich dafür ein bisschen was bekomme. Aber naja, ich bin da auch selber noch am Probieren. Und muss mich selber jetzt erstmal einfinden. So, dann kommen wir nochmal zu meiner Mannschaft. Ich will ja in diesem Video endlich mal ein Spiel spielen, also gleich mal mein erstes Spiel spielen und da müssen wir jetzt mal kurz vorbereiten. Und weil ich das fördern will, dass ihr schöne, produktive Kommentare schreibt, bitte auch nur Kommentare mit Vorschlägen, weil nicht immer persönliche Nachrichten, das wird sonst alles zu unübersichtlich für mich, möchte ich hier einmal kurz den Kommentar von 601860M vorlesen oder sagen. Der hat mir vorgeschlagen, hier tauscht doch deinen linken Mittelfeldspieler, das wäre der, da macht den von Braunschweig rein, deinen Spieler, und im Sturm Bigalke. Das mit dem Sturm will ich, kann ich nicht machen, der Vorschlag ist sehr gut, natürlich ist der hier viel besser als der andere. Das Ding ist aber, ich will jetzt ein Bronze-Turnier spielen. Wenn ich nämlich Season spiele, dann kommen als Gegner höchstwahrscheinlich Gold-Teams raus und ich brauche halt... Ich möchte gerne einen Bronze-Gegner haben. Und somit lasse ich den jetzt erstmal hier drin. Ich könnte mal ganz kurz gucken, ob der vielleicht hier besser ist. Weil dann hätten wir da eine Verbindung. Achso, das hatte ich ja schon das letzte Video gemacht. Ja, wenn ich nämlich jetzt hier im Deutschen reinmache, dann wäre natürlich hier nochmal eine bessere Verbindung hin. Aber ich mache das jetzt erstmal. Was ich auch sehr lustig fand, das habe ich auch nur durch die Kommentare so gelesen. Ich habe einen 49er Torwart und der ist selten. Ja, also auch eine geile Sache. Manuel Kutin. Warum auch immer der ein seltenes Objekt ist, den könnte ich eigentlich mal einen Tauschstapel machen und gucken, was ich für den bekomme. Ich hätte ja hier noch einen anderen Torwart, der ist besser und ist nicht selten. 40, der hat auch alles viel schlechter. Das ist wahrscheinlich wirklich die schlechteste seltene Torwartkarte, die es gibt. Ich mache den mal auf den Tauschstapel. Hier machen wir gleich mal Listen. Ich hau den mal rein, einen Tag. Und guck mal, was ich für den bekomme. Bin ich echt mal gespannt. Und dann mache ich gleich mal hier für den Spieler rein, der mir da vorgeschlagen wurde von Braunschweig. Linkes Mittelfeld, Kluft. So, zack. Machen wir den da rein. Hatte ich jetzt noch einen ziemlich guten da draußen. Müssen wir nochmal schauen. Kurz mit Vereinen tauschen. Kills. Oh, sogar 4-4-2. Wobei das auch geil ist, ne? Es ist so geil bei FIFA. Du hast hier. 775. Du hast hier ein ZDM im 442-System, aber es gibt gar kein ZDM im 442-System, es ist so geil. Ja, das muss ich nun mal gerade losgeworden sein. Und der hier wäre ein 75er. Machen wir den mal hier hin. Ich will den mal ganz kurz vergleichen. Luft ist ein bisschen langsamer, kann aber viel besser schießen und dribbeln. Ja, ich würde, glaube ich, dann eher den Kluft da drin. Das ist eine komische Entscheidung. Ja, ich lasse den Kluft jetzt da drin. So.
Eigentlich wäre natürlich cool, wenn ich den hier dann vorne hätte, ne? Von der Chemie her. Naja. Aber. Ja. Ne? Gut, ich will das erstmal alles aufbauen. Und dann würde ich sagen, ich fange jetzt mal an. Ich würde ein Bronze-Turnier spielen. Es gibt ja keine Freundschaftsspiele mehr. Das ist mir jetzt so aufgefallen. Es gibt kein 1-gegen-1 Freundschaftsspiel mehr. Einfach so. Wie lächerlich ist das denn? Ja, und bevor ich das mache, will ich noch was ganz anderes Wichtiges machen. Und zwar will ich mir dieses Ding freischalten. Und das ist natürlich auch ein Tipp von mir an euch. Und das muss ich jetzt selber erstmal testen, ob das überhaupt funktioniert. Ich kaufe mir hier von meinen Erfahrungspunkten, die ich hier habe mittlerweile. Zack. Hier Level, noch Level 1 bis 10. Da kann ich ja hier dann mal das raussortieren alles. Und dann sage ich, ich möchte diesen Münzenboost haben. Leider bin ich halt erst Level 10. Und ja, das hier brauche ich nicht. Für 350 Credits kann ich mir 200 Münzen extra für ein Spiel holen. Das ist doch geil. Ja, das mache ich mal. Und ich hoffe, das klappt auch. Glückwunsch, das Objekt gehört jetzt dir. So, wunderbar. Das ist jetzt also aktiv. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich dann im nächsten Spiel gleich die Münzen extra bekomme. Gut. Fangen wir mal an. Und ja, wie gesagt, wenn ihr produktive Vorschläge habt, dann schreibt die gerne in den Kommentarbereich rein. Und wenn da einer wieder dabei ist, der so viel Daumen hoch bekommen hat, ich weiß gar nicht, da waren noch 60 Daumen hoch oder sowas. Es waren unglaublich viele, 30 sind auch schon viele. Und ich denke mir so, hey, ja, der hat recht, der Kerl, dann sage ich das auch nochmal im nächsten Video. Und ja, damit ihr auch mit dabei seid. Dabei sein ist ja alles. Einzelspielerturnier. Nein, ich will nicht gegen die KI spielen, ich will gegen Menschen spielen. Das ist natürlich für euch auch interessanter und aufregender. So, wie ihr seht, ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Gold. Bronze-Herausforderung. 1000 Münzen, ein Premium-Bronze-Set gibt es da zurzeit. Oder immer. Keine Ahnung. Ja, dann werde ich das mal... Möchtest du starten? Ja. So, das erste Spiel. Und ich hoffe, dass mein Gegner... Dass es läuft alles. So, die Aufstellung habe ich ja schon gemacht. Von daher können wir gleich mal suchen. Ich hoffe, dass es nicht leckt. Ich hoffe, dass ich gewinne. Ich hoffe, dass ihr Spaß haben werdet. Und ich hoffe, dass ich endlich einen Gegner finde. Ja, nein. Jack Dingstar. Jo. Ich habe jetzt gar nicht auf den sein Team geguckt. Oh. Latenz sah ganz gut aus. Und mein Wappen und so, das ist ja alles noch Standard. Na, ja, der hat sich da auch noch ein bisschen was zusammengekräppelt, so wie ich. Er versucht ein englisches Team zu bauen. Okay. Ja, gut. Ich bin sehr gespannt. Ich muss jetzt mal den Ton für mich lauter machen, damit ich alles... Ich muss auch die Stimmung vom Stadion... Ah, der hat sich ein großes Stadion geholt. Das könnte ich mir eigentlich auch mal machen. Ich nehme ein großes Stadion. Wegen der Moral. Und eigentlich kosten sie auch nichts. Habt ihr gesehen, Signal Iduna Park für 150 oder was? Ja, ey, ich hab mich doch da voll in den Weg gestellt. Mein erstes Ultimate-Team-Spiel bei FIFA 13, unglaublich. Irgendwie will er mich irgendwie angreifen. Dann greife ich einfach mal an. Ah, oh nee, ey, scheiße. Das hätte es doch schon sein können. Hundertprozentige fast. Fast. Nein! Mit einem guten Spieler wäre der noch drin gewesen, oder? Das läuft flüssig, da bin ich schon mal sehr zufrieden mit. Anders als das erste. Als das erste virtuelle Bundesligaspiel, was ich hatte. Gleich nochmal einen drauf, aber. Naja, man kann ja nicht alles haben. Was mich ja immer noch stört bei FIFA ist, dass diese Auslaufzonen hinter den Toren viel größer sind als in echt. Das fällt einem zum Beispiel bei der Allianz Arena in München auf. Das ist eigentlich viel näher dran alles. Er macht Tricks. Es ist ein Trickser. Ja, gut. Ja, dann nehme ich dir mal den Ball ab, während du Tricks versuchst. Das mache ich ja immer sehr gern. Nein! So, weg damit.
Also bis jetzt habe ich die guten Chancen im Spiel gehabt. Und wir gucken mal, wie es weitergeht. Hey, heiter. Boah, da geht er genau in dem Augenblick. Ja, oder, Alter, wie kann er denn den Ball fangen? Das geht ja mal gar nicht ab hier, oder was? Ja. So, schön. Und, achso, da unten geht er hin. Ich hab's gerade erstmal nicht gepeilt. Oh, schade. Oh, ich komm zweimal an den Typen dran und das ist für'n Arsch. Oh, ist das jetzt aber hier ein Durchkommen. So, es ist halt Bronze. Bronze ist gut. Bronze gefällt mir. Ja, da ist unten links alles frei. Dann rennen wir doch mal durch. Rennen wir durch. Aber spiel doch noch ab, Alter. Oh, das ist eigentlich einfach gerade alles. Ja, danke. Also der Typ ist, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Aber es läuft einfach ganz gut für mich im Prinzip. Ich erlaube mir halt ziemlich bescheuerte Fehler, muss ich ganz klar sagen. Ja, und jetzt kommt er wieder. Probing cross, but afterwards the attacking team didn't really make the most of it. The opposition are away. Ja, jetzt aber durch. Komm, Kluft. Mein deutscher Spieler hier. This is the chance. Ich wollte es einfach machen. Lauf, lauf, lauf. Oh, ist der lahm, ist der lahm. Und dann Bauchklatscher, ist klar. Davis. Oh, ich nehme ihn mit. Und, throw. Davis. Play building up nicely now. Also jetzt ist aber mal gut hier. Oben in der Mitte! Oh, ich renne halt völlig Davis dran vorbei. Ja, da bist du umzingelt und dann rennst du jetzt aus, weil du nicht mehr weißt, wo du hin sollst. So, da links geht's hin oder da rechts. Hm, gehen wir nochmal da rechts hin. Kamera. Kamera? Kanada? Sag mal, war mal Hada? Dylan. Well, I've got the ball back. A quick break is on. Brilliant pass there. Oh, und jetzt kriegt er es geschenkt. Ist das unfair? Oh, ich mach die Dinger immer nicht rein. 2-0 könnte ich schon führen. Musik 1-0 zurück. Die alten Probleme von FIFA 12, sie sind wieder da. Okay, was muss ich jetzt bestrafen? Also, was muss ich bestrafen? Ich muss mich bestrafen. Getting back in organized fashion. Ja. Good pass. So dangerous. Got to be. Mann, das war ein cooler Bacon. Ein cooler Bacon. Murmelspieler hier. That's a good pass. Defenders need to be on their toes now. Keeps it going well. Ich muss ihn doch jetzt. Das gibt's doch gar nicht. Kommt der da überall ran oder was? Das gibt's doch gar nicht. Dylan. Unglaublich. Unglaublich, wie das einfach nicht läuft. Ich brauche unbedingt ganz schnell eine Goldmannschaft. Meine Bundesliga-Goldmannschaft wieder. Meine alte Erfolgself. Danke, dass ich auch mal einen Freistoß bekomme. So. They want to defend in numbers here, the defenders. Wait forward, here's the chance. Oh, ey, kann man den so weit daneben schießen? Ach ja, Leute. Ist das... Ich muss jetzt irgendwas ändern. Auf Konter gehen? Ich bin ja gar nicht... Also eigentlich brauche ich gar nichts ändern. Ich muss einfach nur jetzt endlich mal effektiv werden. Mein Stuhl knackt. Knackt, ja, wechsel mal aus. Das ist wichtig. Habe ich einen verletzt oder was? Das finde ich auch behindert. Ich kann es nicht wegtun. Man kann es nicht wegtun. Es geht auch um Singleplayer, Einzelspieler nicht. Er kriegt den wieder! Er kriegt den wieder! Good ball. You look at the defender's positioning, Martin, and he got it all wrong. Marin! Nochmal rein! Oh Mann! Das gibt's nicht, ne? Kann man so viele Chancen vergeben? Wie geht das? Great chance!
Now here is a chance for them. Takes the shot off. Oh, ey, das kann doch nicht wahr sein. Es ist jetzt auch mal langsam echt verdient, wenn ich hier einen Ausgleich mache. Das kann nicht wahr sein. Der hat eine Chance. Und die habe ich ihm geschenkt. Well, this is the statistics as far as the shots are concerned. And we're looking at quality over quantity. Yeah, and when they have had the chance. Jetzt geht er noch drüber. Oh, das ist einfach unglaublich. Das ist einfach. Fighting to win possession. Ich war im Weg. So, jetzt pfeift er ab. Wenn ich hier nämlich nach vorne renne, das ist immer das gleiche Theater. Into the attacking third. Great. And he's in there with. Oh, ey, wie viele Chancen musst du in deinem Leben haben? In deinem erbärmlichen Leben. Oh, 1-0. Der Typ kann so froh sein. Eine Chance. Der hat so einen Lack. Es geht schon wieder los mit meinem Ungeflame. Bald heult der Basti noch. Ihr werdet mich noch heulen hören. A better end product from both sides in many ways. That's a wonderful pass. What a chance here. Warum schießt er denn nicht? Ich krieg hier Beine in den Rücken, in den Arsch reingedrückt. Und da wurde auch nichts gepfiffen dann. Ja, es war ja auch noch nicht, aber trotzdem was. Ich möchte gewinnen. Ich will einfach gewinnen. Ich hab diesen Anspruch zu gewinnen. Alles! Schieß doch mal! Heute noch! Alter, das kann doch nicht wahr sein hier alles. Das ist doch hier. Das ist Verarschung. Jetzt primiert er sich da durch, hat seine zweite Chance gleich im Spiel und macht ein zweites Tor. Ah, kein Freistoß. Jetzt gibt es auf einmal Freistoß. Haben ihn extra umgerissen. Ja, Yellow. Yellow Submarine, Junge. So, also. Irgendwas stimmt hier nicht. So, einfach mal nach vorne. Zack. Geil, kein Arsch da. Geil. Geil, wie es halt mal wieder nicht läuft. Well, the other players have just lost it there, and now the opposition can counter-attack themselves. Ich glaube, auf der anderen Seite ist niemand. Dann kann ich doch da durchgehen. Jetzt nimm ihn, Volley oder so. Mach was draus. Ach, der lässt sich aber auch nicht aus der Ruhe bringen, der Kerl. Das ist ja nicht gut. Ey, was geht hier ab? Oh, jetzt stehe ich mir auch noch selber im Weg, oder was? War das jetzt mein eigener? Ich hab's gerade nicht gepeilt. Ja, ich stehe mir auch noch selber im Weg. So. Nein! Das war so schön! Oh, getunnelt! Turnover of possession here. Now here's a chance for a counter-attack. Oh, counter-attack has turned into a bit of a limp attempt to get forward. They've lost the ball. Oh, tackle here. Schon wieder. Ich mach's einfach alles gut bis zum Tor. Das ist jetzt schon wieder eine hundertprozentige Chance hier, die man drin machen muss. Aber die Spieler sind einfach unfähig. Der ist echt unstoppable. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das Kommentar hier anhabe. Hallo, Foul! Ey, können wir denn mal hier irgendwo einen Strich ziehen? So, irgendwo ist aber auch mal gut. Ich mache fürs nächste Mal den Kommentar aus übrigens. Also nicht, dass ihr... Ne, so. That's a change the direction of the play and they can break quickly now. It's good attacking play, but he's helped by the defender so. Not doing his job. Arsch lecken. And bravely in. Alter, wie kann man denn so viele Chancen vergeben in seinem Leben? Das gibt's doch gar nicht. Das geht echt in die Annalen ein. Das geht anal ein. Ich sag's euch. Ich sehe den Ball hier nicht vor lauter Schildern. They've linked up well. Bitte! Ja, endlich! Alter! Oh. Wo ist meine Cola? Ich brauche jetzt Cola! Ey. Das verdienteste Tor, was es des Tages gab! Meine Güte! Ich hoffe, ihr seid jetzt so ein bisschen erleichtert, so wie ich.
Und jetzt noch den Sieg holen und dann wäre alles so, wie ich es gerne hätte. Ja. Wie viel hundertprozentige kann man vergeben? Also ich weiß ganz klar, wo ich hier dran arbeiten muss. Ich muss besser werden. Ich muss einfach Tag und Nacht üben. Ich schwänze alles. Uni, Arbeit und überhaupt. Und dann bin ich irgendwann ein guter FIFA-Spieler. Yeah! Geht das! So muss das laufen. Jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. Ja, zwei Chancen jetzt auf einmal und beide reingeholt. Er spielt halt dahin, wo ich denke, der spielt da jetzt nicht dahin. Das wäre ja dreist, ne? Er macht's dann aber. Abseits? Abseits? Oder was? Nee. Ja, also, oh, den habe ich ihn weggecatcht, aber da hat man einmal zu oft schießen gedrückt, also angreifen, kretschen. Anthony Edgar. Und dann passiert das. Need some defensive discipline at the moment. Dylan. Nein. Jo! Da wurde ist einer. Aber noch nicht der. Er fährt's mir noch ein. Ja, die Spannung ist hoch. Kurz vor Ende des Spiels kriegt er hier nochmal eine Ecke. Naja, was heißt kurz vor Ende? Noch 10 Minuten. Nicht in echt, aber 10 Minuten. So. Ruhe bewahren, Basti! Och, Mann. Well executed. Well, that got the crowd, ach man, ich krieg den Ball nicht mehr in Ruhe hier. Guck dir das an! Er hat halt einfach gerade, es läuft gerade einfach für ihn. Ne. Oh, da ist er mal gut abgebreit für mich. Ruhe bewahren, ruhiger Spielaufbau. Jetzt mal hier auf die andere Seite rüber. Ja, der Sieg muss jetzt einfach kommen. Ey! Ey, oh, Captain Jack, ey! It's good wide playing surface here and they're using the nein! Ey, was mache ich denn hier für Kisten? Oh, that pass has been cut out. Foul! Ich krieg die Beine nicht mehr raus! Ich krieg ihn hier nicht mehr weg! 89. Ich sehe da oben nichts, da ist überall Schatten. So. Ey, Alter, was ist hier los mit meinem Team? Ey, da kommt der überall ran. Anthony Edgar. Ja. Es ist vorbei. Also, es ist schon verdient, muss ich sagen. Leute, wir haben es geschafft. Ja, damit ist mein erstes Ultimate-Teamspiel vorbei. Skill-Prämie 190. Ah, da sind diese Münzen unten rechts. 200. Das heißt 750 insgesamt. Abbruchmodifikator ist immer noch 0-1. Aha, aha. Das sah jetzt krass anders dargestellt hier, muss man mal sagen. Oh. Sehr schön und scheiße, ich muss mal den Kommentator ausstellen. Und damit bin ich in der nächsten Runde. Und ich würde sagen, im nächsten Video, das werde ich jetzt direkt im Anschluss machen, werde ich nochmal ein Spiel machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wie gesagt, lasst ein paar Kommentare da, würde mich freuen. Bis dann erstmal, ciao, euer Basti.